Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Reittier ist schon parat und wir reiten da vorne jetzt zum nächsten Turm, holen uns die fünfte von diesen Linsen. Die vorletzte also. Die sechste muss ich dann nochmal gucken, wo hier der nächste Turm ist. Da vielleicht oder irgendwo an der Häuserwand. Gucken wir mal. Hier vorne ist auch noch der andere Schützpunkt, wo ich diese Jagdherausforderung machen kann. Erstmal gehen wir aber da oben hin zum Turm. Also, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Folge. Folge 18 vom besten Let's Play zu Horizon. okay, hier habe ich Ehren befreit. Ich muss da lang und dann darauf. Da ist auch eine Leine gespannt. Kann ich vielleicht runterrutschen dann wieder von oben. Finde und markiere Wildtiere. Oh, warte, da habe ich ein Wildtier über... Habe ich gerade ein Wildtier platt getreten? Da. Ein Waschbär, oder? Ja, ich habe einen Waschbär totgeritten. Sorry. Bleib doch mal stehen, Pferd. Wenn man nicht den Stopptaste drückt, reitet der immer weiter. Waschbär. Brauche ich doch für die Ausrüstung, habe ich doch gesehen. So. Schön, dass man auch looten kann, während man reitet. Kann man die Leine... Kann man an der Leine hochklettern eigentlich? Oder hochbalancieren? Ich lass mein Pferd mal hier stehen. Mein Stürmer, besser gesagt. Das ist nur zum Runterrutschen, ne? Das ist eine Seilrutsche. Kein Seillift. Dann geht's aber an der Ecke hier nicht hoch. Was waren das für Geräusche gerade? Da sind viele Maschinen hier in diesem Dingens. Schieße Fallen in der Umgebung, um ihre Ladung zu entfesseln. Ich schieße auf Fallen. Ah, da fallen Baumstämme runter. Das ist bestimmt auch die Jägerherausforderung hier. In der Zone. Ich wollte eigentlich nur auf den Berg. Kann ich da rauf? Bisschen steil, aber passt. Bin aber noch nicht hoch genug, ne? Wenn ich auf den Berg fahrt will... ich muss gerade mal hier. Da wird's angezeigt. Ich muss da so rum. Dann nehme ich den Abenteuerweg. Vorsicht! Spitzer Stock! Kann man da auch drauf schießen, dass die Steine runterfallen? Oder da so, dass das runterfällt auf den. Ja, bei den Stürmern kann man immer noch ganz gut drum rumlaufen, ohne dass sie sich sofort zerstören. Ja. Die sind erstmal alarmiert. Allerdings. Ey, lass das. Lass mich doch bitte mal da oben. Da will ich hin. Hier. Der Schrecken. Neues Jagdgebiet. Neue Quest. Hallöchen. Das ist den ich gerettet habe. Ich mach das schon. Mhm. Tolles. Du hast dich also fürs Jagdgebiet entschlossen. Find ich gut. Iswat hier hat allerlei Prüfungen für Heißsporne wie dich, die ihr Maschinenjagdgeschick erproben möchten. Oder wie die Tenak sagen, sich Streifen verdienen. Ach, die Jagdgebiete gehören den Kaja. Die Tenak haben im Westen auch welche. Fragst du aber die Kaja, haben Westländer die Idee dem Sonnenreich gestohlen. Die Tenak
haben das Gebiet eine Weile genutzt, nachdem sie die Kaja vertrieben hatten. Hier lagen sogar noch ihre Spezialmünzen, die man bekam, wenn man seine Streifen verdient hatte. Hier, das sind Medaillen von den Kaja, Kriegsbeute. Es heißt, man kann sie im Tenakt-Clan-Gebiet gegen Ausrüstung tauschen. Ganz schön grausig, ich weiß, aber das waren die Kaja bei den roten Raubzügen ja auch. Da fällt mir ein, wenn du nach Westen willst, könnte Iswat dir welche geben, sofern du dir deine Streifen verdienst. Die könnten dir da draußen bestimmt nützlich sein. Danke. Oh, und falls du zufällig Streit spielst, mein Freund da drüben hat tolle Sachen zu tauschen. Wenn du etwas für die Prüfungen brauchst, komm zu mir. Ich habe vieles, das dir bestimmt nützlich wäre. Viel Glück. Danke. Okay, Streitspiele haben wir hier. Eine Werkbank auch. Ist auf jeden Fall schon mal schön. Willst du dein Jagdgeschick? Hier kann man die Figuren kaufen. Gräber, Streitfigur, bla. Ja, ja, die brauche ich aber nicht. Mit Jagdgebiethüter reden. Und was hat der noch zu verkaufen? Oh, hey Rotschopf. Brauchst du was? Zeig doch mal, was du hast. So, Jägerlangbogen, der gleiche, den ich auch bei einem anderen Händler kaufen konnte, mit Feuer drauf. Werkzeuge, Rohstoffe, hast du Draht? Lohe, Metall, Reinholz, Zünder, Kühlsaft, selten, Metallknochen. Der verkauft auch kein Draht, den ich brauche. Bis bald, Rotschopf. Steht bei dem Draht drauf, wo man den bekommt? Ich habe ja noch einen. Metallgedrehtung, Dingsbums. Wo ist er denn eigentlich? Da. Den hier. Geflochtener Draht. Kann erlangt werden, indem du einen Rohstoffkanister, Behälter oder eine Rohstoffkapsel von einer Maschine abgerissen wird. Okay, kann in seltenen Fällen auch von jedem Maschinenkadaver erlangt werden. In seltenen Fällen aber nur. Das merke ich, dass die selten sind. Hallo. Wenn du die kostbaren Medaillen der Tenakt suchst, die kannst du hier verdienen, Retterin. Oh, ich möchte dir das hier geben, falls du es brauchen kannst. Als Dank, dass du Tholis aus der Klemme geholfen hast. Danke, deine Stimme ist voll Gehalt, ey. Jagdgebiet, der Schrecken. Alle Kaja-Soldaten wissen, dass die Sonne nicht für die Unvorbereiteten scheint. Dieses Gelände dient seit langer Zeit dazu, Jäger darauf vorzubereiten, sich dem wilden Maschinen zu stellen, die an der westlichen Grenze herumstreifen. Vom Herunterschießen von Maschinenteilen bis zur effizienten Nutzung von Schockmunition. Die Prüfung, die du hier findest, werden dir Lektionen vermitteln, die zum Überleben in verbotenen Westen unabdingbar sind. Werden die funktionieren? Die Nahkampftraining-Dinger gehen ja nicht. Abrissprüfung, Schockprüfung, Betäubungs- und Fallenprüfung. Ich habe dir ja im ersten Teil nicht so viel gespielt, muss ich gestehen. Ich bin da nicht so der große Fan von gewesen. Prüfung ansehen. So, Prüfungsbelohnungen. Verteiler. Was? Viertelstreifenbelohnung. Okay, was soll ich dann machen? 10 Minuten, 2,30, 1,30. Nutze deinen Fokus, um die Energiezelle eines Wühlers zu markieren, damit er leichter zu sehen ist. Wühler-Energiezelle. Benutze Waffen und Munition mit Reißschaden, um Bauteile abzulösen. Nutze den Schockkriegerbogen oder eine Schockstolperfalle, um eine Maschine in den Betäubzustand zu versetzen und sie bewegungsunfähig zu machen. Dann ist es leichter, Bauteile abzureißen. Rohstoffe, die du durch das Plündern von Energiezellen erhältst, können eingesetzt werden, um Schockmunition herzustellen. Stirbt eine Maschine, kannst du ihre Bauteile nicht mehr herunterschießen. Okay. Das Gelände gehört dir. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Warum hast du so einen Hall auf der Stimme, ey? Okay, Energiezellen plündern. Von Wühler, aber das hier, das da ist ja kein Wühler. Ich sollte Schockmunition nehmen. Schockmunition? Ich sollte einfach was zum Abreißen nehmen. Schockmunition habe ich nicht, ich habe nur Schockfallen. Wühler sind die da unten, okay. Ups. Wühler, Rohstofftranister, Energiezelle. Da ist sie. Das war nicht die Energiezelle, oder? Der hat da noch sowas am Arsch.
Das ist eine Energiezelle. Eine habe ich. Wo ist der hin? Da. Und der nächste. Ne, das ist der. Den habe ich. Huch! Der hat wieder von der Seite auf mich geschossen, ne? Ah, wenn man keine Augen im Hinterkopf hat. Komm, die eine Energiezelle hatte ich schon. Das war nicht so schwierig. Dass der Stürmer aber dann auch noch mit angegriffen hat. Also war die Energiezelle jetzt das, was hinten drauf war, oder dass das vorne drauf war? Wir schießen einfach alles weg. Ja, die machen aber auch komische Sprünge. Was sind das für Bewegungen? Lass das. Oh, ich hab Draht gekriegt. Okay. Da ist einer. Alter! Hau ab, du blöder! Blöder Stürmer. Musst du dich jetzt umdrehen? Hab's. Hey, beim Meucheln hier der blöde Stürmarsch, ey. Okay, kehre zum Jagdgebiet wieder zurück. Weg hier. Und Wildschwein ist auch noch drin. Boah, so viele Maschinen auf dem Haufen ist echt nervig, wenn die von allen Seiten angreifen. Deine Belohnung, Retterin. Danke. So, Viertelstreifen, Halbstreifen, Ganzstreifen. Ich habe alle drei gekriegt. Weil ich so effektiv war. Okay, Pferdestreife, Belohnung, alles. Ab alles. Und hier? Jagdmedaille, Metallscherben, kleiner Maschinenkern. Danke. Habe ich Draht gekriegt? Okay, Status abgeschlossen. Sogar alle drei. Prüfungsbelohnung, alle drei gekriegt. Supi, dann können wir die auch noch machen. Dann kann ich ja nebenbei immer mal so für mich sowas abschließen. So. Dann bis bald, Retterin. Ja, ja, du auch. Sprich mit dem Jagddingshüter. Warum? Weil ich noch nicht alles fertig habe, oder was? So. Was ist das denn? Achso, die Jagdmedaille. Mhm, cool. Ich habe, glaube ich, Draht bekommen. Ein bisschen. Eine Waffe? Ah. Schockkriegerbogen. Ja, den habe ich neu. Und da ist auch Schockschaden dann drauf. Der ist neu. Was hatte der hier drauf? Abriss, ne? Ja, mit dem Abriss kann ich auch mit meinem normalen Bogen. Dann nehme ich den mal raus und mache da lieber den rein. Das müsste diese Seite sein. So. Dann habe ich wenigstens auch noch was mit Schockschaden dabei als Bogen. Müsste aber jetzt hier der Draht reichen für den Bogen hier. Jawoll! Endlich! Drei geflochtener Draht habe ich. So, dann ist das der Bogen, den ich für Gift benutze. Dann kann ich da jetzt hier über das Inventar eine Giftspule reinbauen. Da. Erhöht Säureschaden und Aufbau. Zack. Wird das schon mal besser mit Säure. Perfekt. Retterin. So, das ist hier Jagdgebietauftrag hier, Stufe 5. Das geht erst weg, wenn ich die anderen Schockprüfungen und Betäubung und Fallenprüfungen auch noch mache. Dann wird das hier nicht mehr aktiv sein. Okay. Das Jagdgebiet steht hier offen. So, jetzt gehen wir aber auf den Hügel rauf, würde ich sagen.
sagen meine Lebenspunkte. Geht. Ich brauche was zu futtern. Ah, ich hätte eben noch schön Beeren aus meinem Lager nehmen können. Da sind, glaube ich, noch fast 100 Stück drin oder so. Hätte ich keine neuen pflücken müssen. Ist halt schade, dass man nicht vom Weiten auf das Lager zugreifen kann. Die nehme ich mit. Das sind auch Wühler da unten. Muss ich dann bei denen lang? Ja, ne? Um hier hinzukommen schon. Na gut, wenn ich hier oben lang laufe, dann sehen die mich nicht so. Hier ist noch eine Pflanze. Ich freue mich schon auf das Update, dass man mehrere Pflanzen gleichzeitig bekommt, wenn man eine abpflückt. Da ist eine blaue Kiste. Vielleicht ist da Draht drin. Nö. Wenn ein Medizinbeutel voll ist, werden... Ja, wären in dein Inventar gelagert. Ich weiß. Oh, ist schon wieder voll. Kann man den Kofferraum klacken? Nee, aber das ist eine Kiste. Wow, guck mal, Fahrlicht an, ey. Das ist ja voll so ein halber Wolkenkratzer. Und da sind wieder viele, viele von diesen Satellitenschüsseln und sowas. Das ist aber die Grenze von dem Gebiet. Da geht's dann raus. Haben wir da was? Da unten. Bau mal auf. Einfach wieder schön entspannt heute hier. Bis auf die Fallenherausforderung natürlich. Ich muss aber darüber. Da muss ich lang Richtung Turm, ne? Oder? Ja. Sieht so weit aus. Oh, ein schönes Tal. Ist da hinten nicht noch ein Geheimnis vielleicht am Ende? Oder eine Höhle? Guck mal, ich habe 533 auf Vorrat von den Holz. Kein Kristall unter Wasser. Selbst da kann man klettern. Da oben ist ein Absprungpunkt. Interessant. Warum? Komme ich von unten mit dem Haken da vielleicht ran, dass ich mich hochziehen kann? Nein. Leider nicht. Muss man von der anderen Seite vielleicht oder von hier? Hä? Wieso ist da ein Ab? Guck mal da. Das ist hier. Das ist so eine kleine Fläche, wo man da noch hin kann. Das ist auf jeden Fall so ein Abseilpunkt. Aber nicht wirklich ein guter Pfad, der nach ganz oben führt. In meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Vorsicht. Gut, dass ich Tarnung habe. Muss ich meinen stillen Schlag unbedingt noch weiter updaten, dass er ja auch tötet, wenn ich dann getarnt bin. Stufe 9! Knapp, aber hab ihn.
fliegt das Teil! Da fliegt das Teil, auf jeden Fall! Haha, daneben. Nein. Boah. So, endlich mal einen energetisierten Schlag gemacht. Wo sind seine Teile hingeflogen? Ich habe zwei Tanks hinten weggeschossen. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Ah, da guckt noch einer hinterm Busch hervor. Ich sehe die Teile gar nicht mehr. Wieso ist denn hier ein Leuchtfeuer? War das auf der Map angezeigt? Da ist der Teil, da ist ein Kanister. So weit ist der geflogen, alter Schwede. Hier ist noch ein Leuchtfeuer gewesen. Aber der Punkt hier, der macht mich noch ein bisschen skeptisch. Jetzt geht's Richtung Turm. Hey! Bleibst du stehen? Waschbär! Ja, jetzt habe ich ihn. Die musst du erst mal treffen, wenn du dich anvisieren kannst. Ich muss bereit sein. Der Waschbär hat kein Waschbärfell gegeben, was ich brauche. Was ist hier hinten? Was ist hier hinten? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall eine coole Schlucht, auf jeden Fall. Komm schon hoch. Das bringe ich später einem Färber. Ich habe noch nicht mal einen einzigen Färber gefunden bisher. Ich bin doch jetzt eigentlich lautlos, kann ich mich nicht... Aber ein Wildschwein kannst du dich trotzdem nicht anschleichen. Anscheinend ist das Lager schon lange verlassen. Ja. Wir wissen auch nicht, wem das Lager mal gehört hat. Ein alter Kaja-Wachturm. Den sollte ich mir mal ansehen. Da, Lila. Lila ist immer gut, weil das ist dann wichtige Wildschweinhaut. Oder Knochen, besser gesagt. Jetzt habe ich Wildschweinhaut. Okay. Ich finde aber viele von den Viechern hier. Wildschweinparadies. Bleibst du stehen? Wenn es so weitergeht, muss ich immer neue Pfeile bauen. Ihr habt noch einen. So, voll. Dann holen wir uns die Linse Nummer 5. Ein Stein, toll. Ah, guck mal. Da ist noch was drin. Soll ich das sein, dass nicht immer ins Gesicht fliegt? Ich glaube, das musste ich sogar aufmachen, um hochzukommen. Interessant. Du darfst auch gerne mal auf den Pfosten raufgehen. Oder so. Ach, Aloy springt dahin, wo sie hinguckt, nicht wo ich hingucke. So. Boah, jetzt sieht man erstmal, wie hoch ich gerade bin, ey. Auf der anderen Seite war es ja eher niedrig. Ist ja eine Maschine mit diesen Armen da?
Ah. Das Klettersystem immer noch nicht besonders gut ausgereift, muss ich gestehen, hier in Horizon. Oh, der Schnee hat Kälte mitgebracht. Wirklich? Ich hätte mir meine Mütze aufgesetzt. Dieser Turm fällt fast auseinander. Merke ich nicht. Solange der noch steht, wenn wir hier rumklettern, ist alles so gut. Geschafft. Und da ist noch eins dieser Geräte. Da ist Fahrlicht. Und dahinter liegt eine Linse. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Da ist Fahrlicht und dahinter liegt der Westen. Auf jeden Fall cool. Boah, wenn du nur zu nah an der Kante raufgehst, klettert sie da gleich hoch. Ich wollte mich abseilen eigentlich, aber jetzt bin ich ja schon unten. Jetzt können wir uns aber hier abseilen. Hier ist nichts mehr, ne? Ich mich nochmal sicherheitshalber umsehe. Hier auf der Karte aber auch nichts angezeigt. Das Leuchtfeuer haben wir. Da komme ich leider nicht rein. Dann können wir auch Richtung Fahrlicht gehen und dann die Geschichte machen, weil hier ist jetzt wirklich nichts mehr. Ich brauche natürlich noch die letzte Linse. Die sechste. Könnte hier sein. Hier sieht es aus, als wäre da vielleicht noch ein Wachturm. Ich muss halt dichter ran, damit das erstmal freigeschaltet wird, damit ich das Fragezeichen dann sehe. Muss aber, denke ich mal, irgendwo in der Richtung sein, die sechste. Und dann danach vielleicht mal rausfinden, was man damit machen kann. Nein, falsche Taste! Wow. Oh. Juhu, ich bin unten! Hat nicht wehgetan! Wo bin ich jetzt? Wieder oben, dankeschön. Dankeschön. Ich bin gerade da runtergesprungen wie in Assassin's Creed. Also, einfach vorne und X. Nee, geht nicht. Macht keinen Todessprung so. Muss Dreieck drücken. Ah, und hier ist die Seilrutsche. Nice. Hui, welch ein Abenteuer. Geil. Kann ich noch mein Reittier rufen? Kann ich sogar. Dann kann ich von hier aus dann Richtung Fahrlicht reiten. Außer ich finde vorher noch ein weiteres Fragezeichen. So. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Erkundungsfolge hier. Für Nummer 5 der Linse. Guck mal, jetzt so schnell ging es runter und das ist schon so weit weg jetzt, ne? Einmal da runterspringen, da, dann Seilrutsche, bam. 3 Kilometer entfernt. Waschbär! Ich habe ihn doch mal erwischt. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da auf Vorrat, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zur nächsten Episode von Horizon. Ciao, ciao.